Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wegehoff, ich bin der Medi-Urs. Heute geht es um Notfallvorsorge, heute geht es um den nächsten Teil Notfallvorsorge für Anfänger. Und wie es so schön in der fachlichen Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Das, was wir hier sehen, meine Damen und Herren, ist einfach mal auf den Punkt gebracht, was so alles zu diesem Thema Notfallvorsorge gehört. Das ist alles das, was mir so spontan in den Kopf gekommen ist. Und ich gebe zu, dass gerade wenn man sich mit dem Thema überhaupt noch nicht befasst hat, dann kann dieses Thema durchaus den einen oder anderen wirklich hoffnungsvoll überfordern. Muss das unbedingt sein mit dieser Überforderung? Nein, muss es nicht. Das hat keiner behauptet und es behauptet auch keiner, dass ihr davon alles auf einmal auf die Kette kriegen sollt. Denn das ist ein Projekt und das ist ein Projekt, was nicht gerade klein ist. Deswegen brecht dieses Projekt in viele kleinere Dinge runter, deswegen auch diese Reihe dazu. Und gerade für Anfänger besonders wichtig, der Tipp, den ich euch siebenhals und wirklich richtig warm ans Herz lege: Worin solltet ihr als allererstes investieren? Und jetzt wird es echt bizarr und das werden viele nicht gerne hören und das werden viele von den großen Namhaften nicht gerne hören. Denn meine Idee, mein Ansatz, das, worin ihr als erstes investieren solltet, ist in euch, in Wissen, in Schulung, in Fortbildung, aber vor allem auch in Freunde, in euer Umfeld. Dahingehend nicht, dass ihr jemanden missionieren sollt. Viele gehen dann gerne in diesem Thema bei. Dieses Thema ist nichts für jeden. Dieses Thema ist eins, was durchaus an Emotionen rüttelt, an denen es besser nicht rütteln sollte. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Thema wichtig, denn es betrifft uns alle und es kann uns alle betreffen. Und früher oder später betrifft es uns doch wieder alle. Das sehen viele aber nicht. So, und da macht es jetzt wenig Sinn, da irgendwie den Oberlehrer raushängen zu lassen und hu, 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 und wir müssen. Sondern viel besser und viel mehr Spaß macht das Ganze, wenn man das Ganze tatsächlich mit dem eigenen Umfeld freundschaftlich macht. Geht bei, setzt euch zu Hause hin, gerade wenn ihr die Möglichkeit habt, setzt euch zu Hause an die Feuerschale. Feuer machen. Stockbrot, gerade für die Kinder. Vielleicht totes Tier thermisch aufbereiten, auch das geht wirklich schlimmer als am offenen Feuer. Und tauscht euch aus. Investiert in euer Umfeld dahingehend, dass ihr Zeit, vor allem Zeit investiert. Dass ihr euch und eure Gedanken austauscht. Dass ihr auch eure Ängste austauscht. Denn eins ist definitiv Fakt. Einzelgänger in Krisen und in Notfallsituationen werden verkacken. Warum läuft zum Beispiel die Feuerwehr hier in Deutschland mit sogenannten Löschgruppenfahrzeugen, demzufolge mit Personal pro Fahrzeug von 6 bis 9 Leuten auf. Nicht nur, weil sie es können. Teilweise können sie genau das nämlich nicht mehr. Sondern sie tun es, weil es deren Bestimmung ist, weil die es verstanden haben. Denn Menschenrettung oder Leben retten, das ist Teamarbeit. Das ist nichts für Solisten. Okay? Rettungsdienst genau dasselbe. Warum sitzen 2 Leute auf dem Rettungswagen? Weil einer alleine schlecht den Patienten hinten versorgen kann und gleichzeitig fahren. Das funktioniert nicht mal im Film wirklich gut. Tauscht euch also mit euren Nächsten aus. Nicht in Richtung Schulmeisterei, nicht in Richtung Panik, Chaos, Anarchie, sondern versucht das Ganze zum Beispiel, wie gesagt, mit dieser Feuerschale zu verpacken. Wir haben demnächst hier ein Event irgendwie mit mehreren Freunden und Leuten aus unserem Umfeld, wo wir Feuerholz in ofengerechte Stücke aufbereiten. Das sind kleine Dinge, aber genau diese kleinen Dinge sind es, die es letzten Endes zum großen Ganzen werden lassen. Das muss man aber können, das muss man aber wollen. Und das fängt mit euch und das fängt mit eurer Einstellung an. Wenn ihr mit Panik vorweg galoppiert, Panik und PowerPoint hat noch kein Leben gerettet. Noch nicht ein einziges Mal. Wissenschaftlich bewiesen. Okay?
mit diesem fachlichen Unsinn, macht keinen Blödsinn da draußen. Demnächst wird es mit dieser Serie weitergehen. Peu à peu, in kleinen Häppchen, pädagogisch wertvoll aufbereitet, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Spruch. Denn das Leben ist schon eh schlimm genug. Von uns kommt eh Leben keiner aus der Nummer raus. Und ich finde, dann können wir es auch mit ein bisschen Humor gestalten. Finde ich. Kennex macht keinen Blödsinn da draußen. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal.